Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir mal weitermachen. Wir sind ja hier noch ein bisschen am Suchen. Es fehlen noch zwei Behälter und die möchte ich gerne noch haben. Okay, gut. Gegenstand, den ich freigeschaltet habe, wurde in der Verstecke untergebracht. Okay. So, gucken wir erstmal. Soweit alles ganz ruhig. Ruhig hört sich das schon mal ganz gut an. Jede Menge Harz. Hier kommen wir ja nicht durch. Ich werde einmal kurz. Gut, da ist wieder so ein Raum, wo wir dann halt hin und her machen müssen. Na gut, denn. Mit euch habe ich. Oh, da ist wieder so ein Spucker, oder? Ja, das war daneben. So, komm her, ja. Gut, scheinbar haben wir alle. Sehr gut. Nehme ich hier natürlich auch nochmal alle mit soweit. Eine interne Tür verschlossen. Ist sonst jetzt nichts weiter. So, Antibiotika und Co. Na gut, da müssen wir ja rein. Das kann ich nicht wegräumen. Oh. War noch eine Leiche mit Teilen. Gut, dann einmal sprühen. Komm, 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 komm. Ich will haben. So, und jetzt gleich kommen. Sehr gut. Das ging schnell. Und ich mag schnell. Schnell wieder raus. Hier, da haben wir meinen nächsten Behälter. Aha. Schnibbeln wir mal kurz. Hoppala. Runterrutschen wollte ich jetzt hier nicht. Kommt der auch runter? Oder zu doof, um runterzukommen? Sehr nett. Na komm. Mal nachsprayen hier. Wird's hier hoch? Den Kratzer bezahlt sie. Jetzt. Das hat doch schon mal gut was eingebracht, hoffe ich mal. Das hier mit, das hier, das hier. Noch ein Schrank.
So viele schöne Seifen hier. Noch Fetzen. Körperteile nehmen wir natürlich auch mit. Liegen einfach so Stofffetzen rum hier. Schlimm. So, Harz. Na gut, ich kam hier jetzt in den Raum. Für Alkohol. Dann sehe ich jetzt hier aber auch keine weitere Tür oder so. Okay, dann können wir jetzt runter. Hier scheint es jetzt rauszugehen. Na gut, gucken wir mal. Ich glaube, ich habe die unterste Etage erreicht. Aber egal, wir kriegen ja so ein kleines Power-Up, hoffe ich mal jetzt. Sei denn, es ist hier nichts drin, dann wäre natürlich doof, aber gucken wir mal. Ah, sogar zwei, wunderbar. So, das Zentrum haben wir jetzt schon mal fertig. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt auch mal kurz auf Upgrades verfügbar. Einmal Gesundheit. Dementsprechend 6 Minuten maximal. Okay. So, was hätten wir denn hier? Boah, jetzt haben wir aber hier ein bisschen... Was? Führen Sie einen mächtigen Angriff aus, der alle Feinde um Sie herum trifft. Halten Sie gedrückt, um einen Kraftangriff auszuführen. Drücken Sie dann zum Ausführen... Der Caps Lock? Alter, ist das klein. Ist das Caps Lock gemeint? Aber das ist geil. Das ist ja mal mega. Oh, dem... Oh, nimm. Alter. Richtiger Rüstungslander hier. Was haben wir hier? Ah, ich muss das erst freischalten. Deswegen kann ich noch nicht zielen. Ja, denn macht Sinn, ne? Das macht Sinn. So, nutzen Sie ein Wurfmesser, um einen ahnungslosen Feind schneller zu bezwingen. Boah, das hört sich auch cool an, aber eingehende Projektile und Messer und Pfeile kann man auch blocken? Geil. Während Sie blockieren, holen Sie Gegner, was? Während Sie blockieren, holen Sie gegen einen Gegner vor ihnen aus und werfen ihn zu Boden. Mit V. Mhm. Ah, ganz ehrlich. Ich will ein Beyblade spielen. Also Beyblade überzeugt mich momentan am meisten. Dementsprechend nehme ich Beyblade. Ich glaube, als nächstes würde ich dann das Ziel nehmen. Aber gut, wir brauchen jetzt noch zwei weitere Hemmstoffbehälter. Dann hätten wir schon den nächsten Punkt. Oh, das wird ja langsam richtig lecker. Kann ich das mit jeder Waffe machen? Ich will das gerne hier mal kurz im Raum testen. So, Kraftangriff. Und dann mit Caps Lock. Alter. Ja, das macht doch mal nice. Ich bin Beyblade. Gut. Ja, machen wir mal auf. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist was. Okay, ich sollte mir vielleicht erstmal was markieren hier. Aber das war schon mal ganz gut. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal Richtung Zone da hinten. Safety-Zone hört sich besser an als nichts. Genau deswegen. Der hat mich noch nicht ganz mitgekriegt, oder? Komm, hoch. Wir haben es aber fast. So, und... Jetzt würde ich gerne den Stinkefinger zeigen. Na, was los?
Nee, 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 nee. Gut. Das hatte schon mal ganz gut gepasst. So, jetzt will ich erstmal nochmal gucken. Sammlerstücke? Nee, wo müsste ich gucken? Fähigkeiten? Irgendwo hatten wir das jetzt drunter, aber auch. Nee. Lucky Lucky machen. Ich finde das jetzt gerade nicht. Ich habe das hier irgendwo schon mal gefunden. Das, was ich suche, kann ich jetzt aber auch irgendwie nicht so beschreiben. Ah, hier, Rucksack. Ah, okay, hier. So, wir haben jetzt. Ich brauche mehr von diesen ungewöhnlichen, weil, wie gesagt, ich würde gerne nochmal ein bisschen was da rein investieren. Wir haben ja jetzt auch ein paar einzigartige. Und Militärtechnologie brauchen wir dann ja, um das dann halt irgendwie zu perfektionieren. Warum sind die nicht gesteckt? Ich weiß es nicht. Dementsprechend würde ich jetzt mal kurz schlafen gehen. Machen wir erstmal Tag. Ich habe jetzt einen neuen Brummkreiselangriff gekriegt. Und ich würde jetzt gerne mal gucken, dass wir diesen Brummkreiselangriff auch mal ein bisschen ausführen. Das heißt, ich mache jetzt mal ein bisschen Waffen kaputt. Mal. Ja, Kuckuck, du Bastard, aha. So, das ist wieder ein Hexenrevier. Ich würde gerne so Kleinigkeiten jetzt erstmal erledigen. Oh, meine Einschätzung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Was? Wo denn? In der Richtung soll noch einer sein. Gut, ich guck mal kurz. Nee, ich verlasse gerade den Hemmstoffbehälterbereich. Ah, wir kommen näher. Höher als ich dachte. Ja, ich verlasse ihn schon wieder. Travis? Jawohl. Verdammt. Er ist, glaube ich, die andere Quest. Aber hier soll noch ein Hemmstoffbehälter sein. Mehr in die Richtung. Hoppala. Ist wahrscheinlich da bei der Quest. Na gut. Das ist jetzt aber nicht das, was ich suche. Ich suche jetzt eigentlich hier so. Wir haben ja hier zwischendrin immer mal so Übeltäter oder ähnliches. Ne, das war ja ein Satz mit X. Das war wohl nix. Da sich einer das hat. Leute, wir haben einen erwischt. Naja. Na, 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 na. Überleg schnell. Okay. Nee, war falscher Taste. Oh, ich hänge hier ein bisschen fest, deswegen. War aber eigentlich nicht das, was ich suche. Na komm. Also in engen Stellen ist der Mod mega. So, jetzt nochmal. Macht auf jeden Fall Laune. Das zwischendrin mal anzusetzen. So, kriegen wir jetzt hier nochmal? Wenn auch ein bisschen schneller. Jawohl, wieder einen ungewöhnlichen. Ich meine, 16 Stück brauchten wir insgesamt. Um wenigstens die erste Stufe zu kriegen. Aber sonst ist jetzt hier auch nichts weiter.
Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen schneller im Fighten waren. Oder ja gar nicht mal so verkehrt. Und da habe ich jetzt das, was ich suche. Moment. Warte mal, das reicht mir nicht. Oh. Raus da. Ah, ich hing hier ein bisschen fest. Ja, dann komm. Alter, hier platzen aber viele Gegner relativ auf heute. So, gucken wir mal, was haben wir hier im Backstein? Den brauche ich nicht. Das will ich gleich öffnen. Machen wir es jetzt erstmal. Sag mal. Gut, jetzt darf ich aber hoffentlich. Oh, wo ist er denn? Da ist er. Gut, dann gucken wir mal. Eine zerbrochene Schaufel. Okay. Ach, hier hätte ich sogar noch einen Speer. Wie nett. Ich vergesse jedes Mal, dass ich dann quasi die Waffe ablege. Da bist du jetzt einfach erdolcht. So einfach ist das. Ich nehme mal kurz einen billigen Verband. Okay. Na, 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 na. Der Feuermob macht schon Laune. So. Na komm. Das Samurai-Schwert kann noch ein bisschen. Oh Gott, ihr seht ja heute aus, Sir. Gut, dann gucken wir mal nach Köpfen. Jawohl, ersten Kopf. Oh, und zwischendrin ab und zu einfach mit der Straße ein bisschen mit den Gegnern fetzen, dann klappt das. Sonst ist hier jetzt nichts weiter. Da hinten hätten wir jetzt nochmal. Da haben wir auch nochmal ein Fragezeichen. Ich habe schon wieder eine neue Ausrufezeichen hier. Ich will doch nur ein bisschen was farmen. Komm. So, und jetzt nochmal. Verdammt. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Irgendwie die UV-Lampen auszusehen, die drücke ich immer automatisch, weil ich schon blocken möchte. Wobei das Blocken halt nicht so geil ist. Gegen Infizierte. Ach komm, ihr müsst doch nur ein paar Köpfchen für mich da haben. Nein.
Es hält aber noch lange das Samurai-Schwert dafür, dass es schon fast kaputt ist. Ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass sie jederzeit kaputt geht hier. Oh. Genau so. Na gut, dann nehmen wir hier nochmal meine schöne Axt. Mit der müsste es ja eigentlich auch gehen. Ah, schon wieder zu spät. Oh, das macht so Laune. Aber ich frage mich, warum jetzt gerade keine Übeltäter die ganze Zeit nicht so kommen. Ah, jetzt höre ich sie. Ich brauche doch Köpfe. Dabei bin ich jetzt gerade auch noch der Elefant im Porzellanladen. Na komm. Weg ist es. Oh, daneben. Jetzt nochmal. Schön in zwei Teile. Achso, du hängst da drüben fest. Zeigst du mir den Weg? Zeigst du mir den Weg? Nee? Ich hab ihn selber schon gefunden. Und er rennt ja wieder runter. Okay. Ja, dann soll er doch runterrennen. Da oben hätten wir jetzt auch nochmal eine neue Quest. Na gut, wir können ja mal kurz gucken. Ist ja nicht verboten. Auch wenn ich jetzt noch ein bisschen Köpfe sammeln muss. Also 16 Stück, meine ich, brauchen wir insgesamt. Könnte jetzt auch weniger sein. War ja auch ein Spieler verstecken, ne? Ja, nicht so schlimm. Sophie sich dabei denkt, mit dir zusammenzuarbeiten. Nicht so schlimm. So, gucken wir mal. Ah, ich brauche ja hier sowieso jetzt eine neue Ersatzwaffe. Dann würde ich sagen, nehme ich mal die jetzt erstmal mit rein. Die zerbrochene Schaufel, die kann ich zerlegen. Was haben wir hier noch? Wutbrand. Ja, kann ich auch zerlegen. Zerbrochene Schaufel. Passt, weg damit. Und abgewetztes Hackmesser können wir auch erstmal zerlegen. So bleibe ich jetzt erstmal nochmal frisch. Habe immer noch ein paar Waffen als Reserve, das passt. Sogar noch zweihändige. Nehme ich jetzt noch eine zweihändige mit rein oder nehme ich eine... Nee, komm, wir nehmen nochmal eine einhändige hier. So ein Abrisshammer hätten wir jetzt hier noch zur Verfügung. Jetzt ist immer die Frage, baue ich was drauf oder baue ich nichts drauf? Halt ein einhändiger Hammer, ne? Ausdauerregeneration bei Kraftangriff. Na, hört sich eigentlich nicht verkehrt an. Hatten wir hier jetzt zum Beispiel nicht, aber beim perfekten Blocken, Gesundheitsheilung und Schaden bei Nahkampfangriffen bei Nacht. Wie gesagt, sind ja schon, wir haben ja schon okay Waffen. Welcher war denn das jetzt hier? Bei Kritz? Da ist der Sprengmod. Bauen wir sie mal drauf. So, dann könnten wir zum Beispiel... Dann nehme ich mal Gift. Davon haben wir ein bisschen mehr. So. Dann passt das. Denn? Bist du wegen der Sparker-Karte hier? Wonach suchst du bei Sparker? Was meinst du damit? Naja, weißt schon, manche Leute kommen nur wegen einer Sache hierher. Ohlala. Wäre schön, jemanden zu treffen, Freunde werden und dann weitersehen. So denkst du von mir? Irgendwie süß. Vielleicht können wir spazieren gehen? Klar, sag mal, hättest du was dagegen, ab und zu auf meinen Mo aufzupassen? Meinen Sohn? Warte mal, was?
Würdest du nicht gern Zeit mit ihm verbringen? 13-Jährige sind echt toll. Das beste Alter eigentlich. Du könntest ihm ein paar Parkour-Tricks zeigen, ein bisschen Kampfsport. Weißt du, Mo könnte eine Vaterfigur gut brauchen. Warte mal. Du bist bei Sparker, weil du einen Babysitter suchst? Er ist kein Baby. Hast du nicht zugehört? Ich hab doch gesagt, ich habe einen Job auf einer Farm. Also, wie wär's mit einem Beutel Kartoffeln pro Stunde? Also, du hast bestimmt einen tollen Jungen und ich würde dir auch gerne helfen, aber bei mir ist einfach gerade zu viel los, okay? Klar, Aiden. Schon kapiert. Viel Glück bei all dem. Mit dem Virus infizierte Spuckeheile Pickel. Okay. Ich will lieber nicht wissen, woher sie das weiß. Das ist jetzt wegen der Sparker-Karte, ne? Ja. Gut. Ich werde mir jetzt mal kurz den Bazar mal gleich markieren. Wir haben jetzt an den Köpfen 13. Das heißt, es fehlen noch 3. Das heißt, wir könnten uns eigentlich schon mal auf dem Weg zum Bazar machen. So. Ist ja noch recht einfach. Aber ich würde sagen, wir gehen halt so niedrig wie möglich. Und prügeln hier nochmal aus den ein oder anderen Infizierten nochmal ein bisschen was raus. Okay, ihr könnt hier einfach so stehen, ohne dass die... Guter Gott. Nimm Erika okay. bei dir auf. Erika. Das gibt noch Ecken, wo keine Infizierten sind. So. Haben wir draufgeschlagen, habe ich schon. Na. Zieh ich da ein bisschen fest. Schön in die Engstelle, alle schön verbrennen hier. Na, nochmal? Wir sind in Gefahr. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Sehe nur ich das? Es ist einfach nur falsch. Was auch immer es war, ist geflohen. War wohl eine Krähe oder so. Okay. So wurde er mir jetzt als böse angezeigt. Okay, hier liegt noch jemand. Einfach immer drauf. Ja. Hammer, merkt man. Komme ich nicht so gut klar. Ach, wieder nur Kleingeld. Hab ich eben Bing gemacht? Schade, hat nicht ganz so gut geklappt. Kommt mir das nur so vor, oder ist das jetzt hier ruhiger geworden? Könnte das sein? Es ist einfach nur falsch. Ja, natürlich ist das falsch. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Na komm. Nee, noch nicht. Und den nächsten weggekickt. Komm schon. Das Ding macht mich so viel Schaden. Ach, schon okay. Wie ich es gerne hätte.
sind halt mittlerweile schon etwas Besseres gewohnt. Na, kommt die jetzt endlich? Na gut. Vergiss es. Scheiße. Jawohl. So, mal schauen. Jetzt haben wir 15. Einen brauche ich noch. Ich meine, 16 war das, was wir brauchten. Wir sind eigentlich auch schon fast in der Nähe hier. Ja, komm. Haben wir auch nichts gelassen. Na komm schon, gib mir doch mal den letzten. Ich bin kurz vorm Bazar hier. Na, kommt. Ich will jetzt auch kein Medikit verschwenden. Wir lieben doch den Nervenkitzel. Wer mich jetzt gehauen hat, weiß ich noch nicht, aber... Zum Glück reagiert man immer ein bisschen grundmäßig. Aber ich krieg gerade keinen Alarm ausgelöst. Es war dann doch nichts. Vergiss es. Vielleicht, weil wir zu nah am Bazar sind. Schade, ich dachte, ich kann den noch als Sprungbrett benutzen. Wie zum Geier. So. Mein Kopf? Natürlich nicht. Oh, niemand hat hier meinen Kopf. Du auch nicht, ne? Auch kein Kopf. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Das war verkehrt. Was ist das denn? Weiß nicht. Ja, komm schon, ich will doch nur meinen letzten Kopf haben. Ah, jetzt kommen noch welche. Ja, das war ein einzigartiger Kopf. Warum? Okay. Jetzt kommen sie da alle hin. Jetzt hauen sie wieder alle ab. Ich brauche einen Grünkopf. Jawohl, endlich. Meine Güte, das hat ja jetzt ein bisschen gedauert. Ich will doch nur jetzt mal um die anderen Dinger aufsteigen hier, mit den anderen Gesundheitskits arbeiten. Anscheinend will ganz Villador das Blutbad in der Massaker. Weil ich habe schon für die nächste Folge schon einen Plan, aber dafür brauche ich mich ein bisschen besser vorbereitet rangehen. So, dann gucken wir mal. Machen wir erstmal hier. Upgrade. So, und wir haben jetzt hier, genau, ach nee, 5. Ich hol 16. Na nee, egal. Weiß nicht, wie ich jetzt auf 16 kam. Das wären jetzt Sinn, Junge. 2%. Das würde die Dauer erhöhen. Oh. Okay, 16 macht doch so Sinn, weil der nächste kostete 10. Eine von Sophies Lieblingen. Und jetzt kostet es nochmal 10 und würde dann eine hergestellte Menge verbessern. Aber 2% hört sich schon mal deutlich besser an. 120 Sekunden sind 2 Minuten Wirkzeit.
Das könnte ganz gut kommen. Ich brauche aber mehr von den grünen Infizierten. Ich muss wirklich mehr fighten, glaube ich. So, Waffen herstellen muss jetzt nicht unbedingt sein. Kaufen. Mit den ganzen Materialien weiß ich immer noch nicht. Noch ein zufriedener Kunde. So, dann gehen wir hier nochmal kurz hin. Verkaufen hier nochmal ein bisschen Schund. Was haben wir hier? Auf Putschmittel Zähigkeit. Erlittener Schaden minus 15%. Mhm. Ah, die haben wir ja schon. Zweihandwaffen, Ausdauerregenerationskampf, XP. Mhm. Auf Putschmittel Zähigkeit. Also ich nehme mir auf jeden Fall die hier einmal mit. Auf jeden Fall. Die werde ich definitiv nochmal brauchen. Na komm, die kann ich eigentlich auch öfters mal mitnehmen, um sie mir vom Leibe zu halten. Passt das? Ja, das Katana war schon cool. Eine Langaxt. Boah, aber schon schöne Sachen hier. Ich mag die Vielseitigkeit der ganzen Waffen. Ich bin hier am Überlegen, das Aufputschmittel. Das wirkt 90 Sekunden. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu kurz. Da kann ich mich noch nicht so richtig drauf verlassen. So was zu verkaufen. Ja, wir könnten hier zum Beispiel die Schutzbrille. Da habe ich ja eine bessere. Das heißt, die kann ich wegmachen. Die Neckenmasche kann ich auch erstmal wegmachen. Das heißt, ich würde sagen, epische und legendäre Sachen behalte ich. Aber den Rest kann ich erstmal getrost in die Tonne kloppen. Quarterback-Trikot wäre halt auch Panzer. Aber da haben wir schon eine bessere. Das heißt, das kann auch erstmal weg. Sanitäter würde ich auch behalten. Ja, da behalten wir erstmal. Da könnten wir jetzt auch nochmal umändern. Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen was, was ich wegpacken kann. Die Spieluhr würde ich ungern verkaufen. Also, muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein, die Spieluhr zu verkaufen. Ich würde sie gerne der Kleinen geben wollen. Gut, aber ansonsten passt das. Die hatten auch nie irgendwie Köpfe oder so drin. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen klitzekleinen Cut. Ich mach mal ein Nickerchen für die Nacht. Oder ich gucke mir gleich erstmal an, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.